Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Satisfactory. Wir werden in Kürze ein kleines Problem bekommen, denn ich hatte schon eine Folge aufgenommen. Leider ist diese zwischendrin abgestürzt und kurz vorher hat sich unser Stromnetz verabschiedet. Deswegen werde ich jetzt einmal kurz hier runtergehen und ich habe einen leichten Schluck auf nebenbei. Gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Aber wenn wir jetzt mal hier schauen. Hey. Dieses Treibstofflager leert sich aktuell. Sprich, wir werden Probleme bekommen. Erstmal werden wir uns hier mal schnell drum kümmern müssen. Ich kann noch eine Ölpumpe bauen. So, du produzierst mir noch mal 60 Kubik. Das Rohr hat gerade eine vernünftige Durchflussrate. Hauptsache, die hier werden permanent gefüllt. Weil jetzt sieht man schon, der bleibt immer mal stehen, weil die nicht komplett befüllt werden können. Jetzt werde ich mal noch. Ja, das hier kann auch erstmal weg. Da, Pipeline-Pumpe. Die Durchflussrate oder höher wird nicht gebraucht, ist ja nur ein Meter. Trotzdem möchte ich damit gerne die Durchflussrate maximieren. Und damit fühlt sich das Ding hier auch nämlich. Die hier haben definitiv genug drin. Ah ne, das ist eine Raffinerie. Okay, das ist jetzt der hier. Muss ja hier drüben gucken. Und die sind permanent leer. Das ist nicht gut. Das jetzt mal zusammenrechnen. Der hier macht ja jetzt 120 plus 60 sind wir bei 180. Und die 180 teilen sich jeweils auf 60, genau. Das heißt, die werden jetzt permanent versorgt. Sofern kein Stromabriss kommt. Und die pumpen das auch alles wieder hier hinten rein. Ich würde hier gerne einen Durchschnittswert über 2-3 Minuten oder sowas sehen. Und nicht einen Live-Wert, aber aktuell hält er sich bei Plus. Ab und zu geht es mal ins Minus rein. Die verbrauchen jeweils 50, nee, 30. Und einer macht 40. Also mache ich hiermit gerade für 4 von den Anlagen. Das heißt, du kommst weg. Das brauchen wir nicht.
Mehr können wir aktuell sowieso nicht versorgen. Wenn die auf Hochturnier laufen. Wir brauchen nur 12 pro Minute. Oh, wenn ich den voll aufgebaut habe. Also 4 von denen in voll ausgebauter Form. Normal brauchen sie 12. Der braucht 30 auf 250%. Okay. Und wie man ja auch schon an den herunterfallenden Geschenken sieht, Weihnachten ist immer noch das Event. Auch wenn wir heute den 25.12. haben. Aber das stört uns nicht. Wir reisen jetzt erst einmal zurück und kümmern uns um unsere Energieprobleme. Und dann war eigentlich mein Plan, dass wir uns ein bisschen um die Weihnachtsforschung kümmern. Was sich dann jetzt natürlich erstmal ein bisschen verschoben hat, dadurch, dass wir uns jetzt um Energie kümmern müssen. Und was ich auch in der letzten Folge ausprobiert habe, ist schon mal beide Züge zu starten. Und die nehmen nicht automatisch Rücksicht aufeinander. Die sind leider zusammengestoßen. Aber die gehen dabei nicht kaputt. Die entgleisen einfach nur. Sondern nicht mal von da oben runtergefallen. Es war aber trotzdem nicht ganz so nett. Also man stellt sie halt einfach bloß wieder auf die Schienen drauf und kann sie dann wieder bewegen und starten, aber es muss ja nicht sein. So, wir wollen haben die 22 Schneebälle, die 23 gibt's Äste und leider weiß ich schon, was in der 24 drin ist, und zwar ein Emote. Die Fingerpistole. Oder Pistolenfinger. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie man Emotes ausführt. So, hier, das lasse ich schon mal alles erstmal so, wie es ist. Ich wollte Energiezellen holen. Da sind sie auch. So, Computer kann ich 6 Stück mal ablegen. Haben wir immer noch einen kompletten Stapel dabei. Dieses Work in Progress Zeug kann ja auch mal raus. Genauso wie der Miner. Aber hier sind auch nochmal 29 Stück drin. Alles in einem Ort sammeln hier. Und dann reisen wir wieder zurück und bauen unser Energienetzwerk dort hinten weiter aus. Und gleiches machen wir dann mit späteren Ölvorkommen auch noch, dass wir uns dort Energie rausholen. Oh, wenn die Reise hier etwas länger dauert. Ja, ja, miau, miau. Kann schon wegbleiben. Das Schöne ist auch, oder was ich halt später machen werde. Eigentlich müsste ich halt... Wenn unser Bahnnetzwerk gut genug ist, dass wir dort hinten dann, also da hinten, das andere Öl nutzen können, dann werde ich es nochmal ein bisschen anders machen, weil das hier soll ja eigentlich ein reines Kraftwerk werden. Also ist es ja eigentlich schon.
alles, was wir zusätzlich brauchen, oder alles, was zusätzlich entsteht mit diesem Polymerharz, verarbeiten wir hier ja schon. Das hier ist ja jetzt einfach nur für die Kunststoffherstellung. Ich müsste hier die Anlage einfach nochmal neu. Ein neues verbessertes Kraftwerk. Schön auf 30 Kubik hoch. Wir haben hier drei, die jeweils 40 machen, und hier haben wir vier, die jeweils 30 machen. Und schon haben wir hier eine Produktion von 3K. Was ist das hier für einer? Fusionator. Wir fusionieren ja schon hier hinten. So, weil ich würde eigentlich gerne das hier. Und schon kommt hier nämlich mehr an. Hier hätten wir auch noch ein Ölfeld. Das Problem ist, die Pipelines können nur 300 Kubik maximal transportieren. Müsste das halt jetzt alles hier neu aufbauen. Wo ich jetzt so eigentlich nicht ganz so scharf drauf bin. Deswegen werde ich es jetzt auch erstmal nicht machen. Aber wenn ich es eigentlich machen müsste. Aber noch ist Weihnachten. Also kümmern wir uns mal um die Weihnachtsforschung. Dafür sind wir ja jetzt heute hier. Oder zumindest ist das ja mein Plan. Und keine Sorge, das Megaprojekt da oben, das wird natürlich nicht auf Glatteis gelegt, komplett. Es ist nur jetzt für die letzten Weihnachtstage noch ein bisschen, dass wir die MEM-Forschung komplett haben. Da ich nicht weiß, ob eventuell in den nächsten zwei, drei Tagen hier das Weihnachtsevent wieder rausgenommen wird und wir dann die Forschung verlieren. Oder ob wir das MEM-Projekt komplett beibehalten und auch die Weihnachtsbäume, die uns Geschenke produzieren. Also diese Reisemöglichkeit ist nichts für Leute mit Epilepsie. Spielert. Wir sind sofort wieder zu Hause. Haben die Ölprobleme erfolgreich abgewendet. Und jetzt wollen wir forschen. Und dann noch den Stapelstahlbeton. Was brauchen wir als nächstes? Schleifen und Zuckerstangen. 50 Schleifen, 50 Zuckerstangen.
Moped. Schleife 50 Stück. Zuckerstange 50. Dann schauen wir doch mal nach, ob wir das vielleicht schon irgendwo haben. Die Zuckerstangen und davon 50, das passt doch schon mal. Aber wollen wir noch die Schleifen? Hätten wir die nicht auch noch irgendwo? Nein. Noch ein bisschen Weihnachtszeug. Damit können wir das hier schon mal wieder forschen. Zur Analyse von ein Freund ist abgeschlossen. So, dann brauchen wir noch 50 Schnee und 10 mal die Kugelbündel. Macht man die Kühlbündel? Kann ich das hier sehen? Nein. Die können wir noch gar nicht. Ja, dafür brauchen wir hier die. Da brauchen wir 100 rote Kugeln. Blaue haben wir genug, goldene und silberne jeweils 50. So, goldene, also Silber und Gold. Brauchen wir noch 10 silberne. Hier machen wir die goldene mit Kupferbarren und hier machen wir die silberne mit Eisenbarren. Also brauche ich das jeweils. Fahren wir ja hier drüben unsere wundervolle Schmelze. Hier haben wir immer Eisen und Kupfer. Dann können wir die hier hinten auch gleich produzieren. Hier war Kupfer drin. Und hier war Eisen drin. So, das hier brauche ich ja auch nicht mehr. Den Stern werden wir noch brauchen. Hat man gerade wieder den Zug von oben gehört. Ne? Ich habe jetzt noch mal Kupfer und Eisen. Dann klöpfe ich mir die vielleicht sogar noch mal per Hand zurecht. Da war der Autosave-Kupfer wieder. So, 100 Stück sollten dafür reichen, zumindest für mich. Ja, die darf ich hier drin nicht herstellen. Da war der Fall.
Also muss ich hier hinten drauf warten. Dann halt hier nochmal das Eisen rein, hier nochmal das Kupfer rein. Die Dinger laufen ja schon beschleunigt. Das wird auch dann nochmal ein Vorteil, wenn wir wenn Weihnachten vorbei ist und wir brauchen nichts mehr mit Geschenken herstellen. Dann kriegen wir hier auch nochmal ein paar von den Energiefragmenten und Materialien zurück. So, damit dürfen wir das alles haben. Genau, damit können wir die Lichterkette machen. Und damit können wir jetzt die 10 Kugelbündel herstellen. Und dafür brauchte ich, das weiß ich sogar noch, einen Fabrikator. Der macht ja Gewehrmunition für mich. So. Ne, hatte ich nicht mehr dabei. So, Zweier. So, damit haben wir dann die 10 Stück auch fertig. Das ist doch schon mal wieder ein schöner Fortschritt. Sollte jetzt auch nicht allzu lange dauern. Alle fertig. Na, jetzt brauchen wir noch den tatsächlich Schnee. 50 Stück mehr. Da kann ich auch gleich noch was ankündigen. So, ich brauche noch mal 50 Stück. Das heißt bei 250 Geschenke. Und zwar ein Weihnachtsgeschenk, das ich gestern bekommen habe, war eine Collectors Edition von einem Spiel. Auf dieses Spiel habe ich mich schon sehr gefreut, weil ich die Nachfolgeteile schon gespielt oder den direkten Nachfolger schon gespielt habe und den dritten Teil auch noch spielen werde. Und zwar habe ich Xenoblade Chronicles 1 als Collectors Edition jetzt endlich. Und das bedeutet, dass wir für den Kanal die komplette Xenoblade-Reihe innerhalb des nächsten Jahres machen werden. Also, ich werde es machen. Von Xenoblade 1 angefangen bis hin zu Xenoblade Chronicles 3. Weil es hat mir einige Zeit gebraucht, bis ich realisiert habe, dass Xenoblade Chronicles als eine Spielreihe läuft. Also, klar, es trägt den gleichen Namen, aber die Story vom ersten und dem zweiten Teil hat für mich nicht zusammengehangen, weil ich den ersten nur zur Hälfte gespielt habe und den zweiten komplett durch. Da war für mich keine Übereinstimmung, außer dass es im zweiten Teil eine kleine Anspielung an den ersten gab. Oder dass man zumindest die Charaktere aus dem ersten Teil treffen konnte. Bis ich dann später herausgefunden habe,
dass das alles irgendwie geschichtstechnisch doch zusammenhängt. Und um das Ganze rauszufinden, werde ich das Ganze natürlich halt auch selber spielen. Und werde das Ganze dann als wahrscheinlich eine lange Videoreihe dann spielen. Ja, komm, mach mal, wenn er hier. Den hier könnte man eigentlich auch mal abbauen. Das benutze ich eh so gut wie gar nicht. Und dann haben wir nämlich auch wieder eine schöne große Fläche, wo wir da arbeiten können. So, komm, zwei Stück noch. Ja, aber da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Xenoblade 1, also Xenoblade Chronicles 1, 2 und 3. So, weil ich zwei draus mache. Aber jetzt schmeißen wir hier erstmal das nächste in die Forschung rein. Es schneit, wurde abgeschlossen. Und jetzt können wir hier die Grenze machen, aber dafür brauchen wir sehr viele von den Kugeln. Na gut, ist jetzt so. Um die Grenze zu bauen, brauche ich 15 Äste und 6 Kugeln. Für zwei Grenze. Das ist natürlich einiges. Und ich will das auch jetzt nicht außerhalb der Aufnahme oder sowas irgendwie machen. Oder kann ich mir das hier kaufen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Das können wir uns leider nicht kaufen. Das wäre ja auch zu einfach. So, du bist durch. Das heißt, ich habe ja noch 38 mal Schnee für 50. Werden wir aber bestimmt auch nochmal brauchen. Aber wir brauchen fix mit Zweige. Jetzt kann ich mal kurz durchrechnen. So, wie viel brauchen wir davon? Mal nachgucken. Zweihundert von den Grenzen. Brauchen wir 1500 Äste. Aber von den Grenzen haben wir ja schon 10 Stück. Also brauchen wir nur noch 190. Und da wissen wir brauchen 1425 von den Zweigen, von denen wir schon 30 haben.
Also. Brauchen wir vom Spike 1000. Wir haben ja schon 30, also 1395, wenn ich richtig liege. Ja. Es waren noch 1395 Geschenke. Jetzt stell dir mal vor, wir müssen rumrennen und die alle überall einsammeln. Zack, sind wir fertig. Da kann man natürlich keinen Container gerade leisten. Keine Stangen mehr, ach, die waren hier. So, jetzt noch mal kurz weg. 1395. 1000. 195. Und jetzt kann ich das daran verbinden. Genau, und hier die Zweige herstellen. Und die werden dann hier eingelagert. War das der Müllcontainer? Glaube ja. Ja, das war der Müllcontainer. Die Schneebälle behalte ich noch, weil ich nicht weiß, ob wir die nochmal brauchen. Alles nehmen. Hier rein, hier haben wir schon wieder Kugeln. Hundertsiebzig von den Kugeln brauchen wir. Meine Güte. Und ich sehe gerade die Folge schon wieder vorbei. Das ging jetzt aber schnell. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.